So, gleicher Tag, gleiches Problem mit den bohrenden Nachbarn. Willkommen bei diesem Video. Gestern habe ich tatsächlich eine Mail bekommen, dass ich endlich zu meinem fucking Studium immatrikuliert wurde. Keine Ahnung, was da der perfekte Satz dafür wäre, weil ich kein Deutsch kann. Deutsch-Abi 3 Punkte is still haunting me. Aber ich habe das mal als Anlass genommen, weil das ja quasi so ein neuer Schritt in meinem Leben ist. Ein wirklich großer Schritt, dass ich jetzt da mit diesem Uni-Müll anfange. Okay, es ist kein Müll. Es wird mir aber die Psyche zerficken. Dachte ich mir, ich nehme das mal zum Anlass, das ganze letzte vergangene Jahr zu resümieren, also naja, nicht das letzte Jahr, sondern die letzten 12 Monate halt, weil ich mir ja bekanntermaßen ein Jahr quasi freigenommen habe, wo ich mal etwas von der Welt sehen wollte. Blöderweise ist da so ziemlich alles schief gegangen, deshalb wollte ich euch davon mal was erzählen. So, also, zum Anfang erstmal, was hatte ich überhaupt vor? Der Plan sah wie folgt aus, dass ich mir die erste Hälfte des Jahres Zeit nehme, um erstmal zu entspannen und kleinere Reisen zu machen, also Städtetrips, bisschen durch Deutschland gehen, dies, das, ananas, aber das wäre halt eher was, wo ich spontan verreise geworden und nicht etwas, wo ich Wochen im Voraus das unbedingt plane. Was ich aber im Voraus sehr planen wollte, war mein Auslandsaufenthalt, denn ich wollte von Januar oder Februar an dann für 6 Monate im Ausland bleiben als Au-pair. Falls ihr nicht wisst, was ein Au-pair ist, du bleibst da quasi bei einer Familie im Ausland und passt auf die Kinder eine gewisse Anzahl an Stunden in der Woche auf, kriegst dafür Geld und die restliche Zeit kannst du halt das Land erkunden, whatever. Um es mal grob zusammenzufassen. Das hätte ich dann ganz gerne in England gemacht. Krieg schon mal die Krätze, wenn ich darüber rede. Aber fangen wir mal ganz von vorne an, wie es jetzt dann letztendlich abgelaufen ist. Und zwar, ich habe mich erst nach dem Abi, also sprich ab Juni, darüber informiert, wie das Ganze jetzt mit dem Au-pair abläuft. Und da sehen wir schon ein kleines Problem, beziehungsweise eigentlich ist es kein Problem, wenn du keinen Penis hast. Aber dazu kommen wir noch, weshalb das ein Problem ist. Ich habe quasi meinen ganzen Scheiß zusammengesucht und die haben mir auf der Webseite von der Agentur, die ich nicht namentlich ernennen werde, weil die mir wirklich so auf den Geist gegangen ist, dass... What? Die haben gesagt, jo, schau mal, ein halbes Jahr vorher brauchen wir den ganzen Bums, damit auch das mit der Vermittlung möglichst reibungslos geht. Hätte ich mir auch möglichst reibungslos gewünscht, aber ich habe also alles zusammengesucht und man braucht echt lange, weil du brauchst halt so einen Scheiß wie polizeiliches Führungszeugnis und so Sachen dauern halt ein bisschen, bis du die beantragt bekommen hast. Gleichzeitig habe ich natürlich auch noch meinen Führerschein machen wollen, den ich dann aber erst, glaube ich, im August angefangen habe. Da muss ich auch sagen, liegt es ein bisschen an unserer Stadt, dass hier das Angebot nicht so krass ist, wie jetzt beispielsweise in Nürnberg und es dementsprechend sich sehr in die Länge gezogen hat. Mir wurde nämlich bei der Vermittlung auch gesagt, schau mal, es wäre gut, wenn du einen Führerschein hast, also wenn du Auto fahren kannst. Deshalb wollte ich diesen Führerschein unbedingt noch vor dem Au-pair schaffen. Deshalb, ja, war vielleicht August etwas spät, aber ich habe trotzdem dann erfahren, Luca, du hast jetzt endlich alles abgegeben. Vielen Dank. Aber du kannst nicht nach England. Der fucking Brexit hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil als Au-pair giltst du ja als Arbeitskraft oder du arbeitest ja im Ausland, kriegst ja Geld dafür. Und dafür haben die halt visumstechnisch noch keine Vereinbarungen getroffen, sprich das Au-pair in England ist erstmal flach gefallen. Stand nur nicht auf deren fucking Webseite. Dementsprechend wurde ich nervös und habe mir dann Alternativen gesucht und da ist mir eingefallen, Moment, Irland ist zwar in der Nähe, aber es gehört noch zur EU. Sprich, dann habe ich alles umdisponiert auf Irland und die meinten auch so, ja, Irland geht klar, kannst du machen, habe ich alles umgeschrieben, die das und dann im Oktober war es dann quasi soweit, dass ich alles fertig hatte und dann nur noch quasi drauf gewartet habe, bis sich endlich eine Familie bei mir meldet. Und da habe ich dann auch so ein paar Reisen zu der Zeit unternommen und mit ein paar meine ich eine, weil Corona mir in sämtlichen Situationen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Entweder durch Einreisebeschränkungen oder Stornierungen oder sonst irgendwas. Ja, deshalb ist es dann letzten Endes nur 3 Tage Berlin geworden in einem halben Jahr, wo ich eigentlich die Zeit dafür nutzen wollte, zu reisen. Wobei ich fairerweise auch dazu sagen musste, dass mich diese ganzen, es heißt nicht Schicksalsschlag, aber es ist halt, dass so viel schief gegangen ist, hat mich extremst demotiviert, irgendwas nochmal zu probieren. Deshalb war halt meine Hoffnung so, ja, dann habe ich wenigstens mein Au-pair und dann bin ich da zumindest dieses halbe Jahr weg. Dann arbeite ich halt den Rest der Zeit noch. Da habe ich dann in jedem Geschäft gearbeitet, in dem dann auch die Storytime mit hier, diese Storytime entstanden ist. Und meine Kamera verabschiedet sich schon wieder, das ist ja grandios. Naja, aber dann vergeht der November, es vergeht der Dezember. Und ich mache mir so langsam Sorgen. Es hat sich noch keine einzige Familie gemeldet und es wird so langsam knapp. Ich habe angegeben, ich möchte zwischen dem 1.1. und dem 1.3. ausreisen, also entweder im Januar oder im Februar. Was ist mit der Kamera los? Belichte mal gescheit. Naja, müssen wir halt damit leben, ne? Deshalb, weil eben es knapp wurde, habe ich die mal angeschrieben. Ja, wie sieht's denn aus? Kommt da noch was? Und die meinten so, ja, also
Es dauert noch ein bisschen, aber es wird sich bestimmt jemand nach Weihnachten melden. Ich wurde halt die ganze Zeit vertröstet, so von wegen, ja, es wird schon sich jemand melden. Denkste. Es war dann Januar, sprich schon die Zeit, wo ich ausreisen wollte. Und ihr müsst wissen, wenn sich eine Familie meldet, dann werdet ihr natürlich erstmal miteinander schreiben, miteinander Videocalls machen, Vereinbarungen treffen, wann ihr fliegt und so weiter und so fort. Sprich, es braucht eine Zeit noch zwischen der Kontaktaufnahme und dem letztendlichen halt der Reise dorthin. Sprich, ich wurde wieder nervös und von dieser Agentur kam wirklich absolut nichts. Keine Nachfragen, keine Bescheid geben von wegen so, jo, es dauert noch ein bisschen so. Ich musste denen alles aus der Nase ziehen. Deshalb, auf Drang meiner Mutter, haben wir uns dann nochmal nach einer anderen Agentur, die wirklich die absolut beste wirklich war, auch wenn es da dann letzten Endes auch nicht zur Vermittlung kam. Aber kurze Werbung ist aber, es ist keine Werbung, es ist einfach nur eine Empfehlung. Also ich habe dann Global Au Pair, glaube ich, hieß die Agentur, angeschrieben. Und die Frau war wirklich super. Und die hat mich aber auch dann erstmal richtig ins kalte Wasser geschubst. Ich habe halt bei der erst auch angefragt, wie sieht's mit Irland aus? Daraufhin hat sie mir einige Fragen gestellt, wie alt ich sei, diverse Sachen. Und dann meinte sie so, ja, also Irland kannst du dir getrost ins Gesäß schieben, weil das wird nichts. Grund dafür ist, wie gesagt, der Brexit, weil natürlich bin ich nicht der Einzige, der auf die Idee gekommen ist, so, oh, England geht nicht oder Schottland geht nicht oder Wales geht nicht, dann gehe ich nach fucking Irland, weil das in der Nähe ist, englischsprachig, super. Deshalb ist Irland ziemlich überfüllt, was Au-pairs betrifft, was die Chance sinkt. Dann, als Typ hat man ja absolut lowe Chancen. Also 99% der Familien wollen von vornherein nur ein Mädchen haben. Und das andere 1% der Familien sagt, so ihnen ist das Geschlecht egal, was natürlich genauso gut bedeutet, dass ein Mädchen diesen Platz bekommen kann. Sprich, als Junge, wenn du dich da bewirbst, als Au-pair, also egal wo du dich als Au-pair bewirbst, musst du eigentlich wirklich lange bleiben, damit du eine Chance hast, weil ich bin ja auch nur 6 Monate geblieben, was etwas kürzer ist, als man normalerweise macht. Normalerweise macht man so 9 bis 12, teilweise machen sogar Leute 24 Monate. Und du musst wirklich lange bleiben, damit du wirklich eine Chance hast. Dann kam bei mir noch dazu, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt noch nicht den Führerschein. Der hat sich so lang gezogen, dass ich noch nicht angeben konnte, dass ich den Führerschein schon hätte, weil ich kann nicht versprechen, ich werde den Führerschein dann haben, wenn ich ihn dann noch vielleicht gar nicht habe. Wer weiß, vielleicht rassle ich durch die Führerscheinprüfung oder sonst was. Konnte ich ja nicht garantieren. Und was noch dazu kam, war, dass ich erst 18 bin. Also die 4 Faktoren. Kurz, keinen Führerschein, männlich und zu jung. Das war so das, was das Problem war. Und dann halt noch, dass Irland überfüllt war. Das hat es letzten Endes zum Scheitern gebracht. Aber die Frau hatte noch eine Idee. Sie meinte dann so, ja, wie wäre es mit Australien? Und ich dachte erst so, haben Sie Lack gesoffen? Sehe ich aus wie ein Krösus und könnte mir das leisten. Aber tatsächlich ist es so, dass zu dem Zeitpunkt Australien erst kürzlich wieder geöffnet hat für Ausländer. Und dementsprechend waren die Reisen super günstig dorthin. Man hat bei einer Mittelklasse-Fluglinie 800 Euro für Hin- und Rückflug zusammen bezahlt. Sonst bezahlt man da mehrere tausend. Deshalb dachte ich mir, ist okay. Weil ich wollte unbedingt in ein englischsprachiges Land, wo auch Englisch die Muttersprache ist. Oder die, nicht Muttersprache, bin ich dumm? Die Nationalsprache halt. Also ich wollte nicht nach Norwegen oder sowas, wo halt Englisch gesprochen wird, weil die Leute es gelernt haben. Nein, ich wollte, wo es halt wirklich die Nationalsprache ist. Dementsprechend habe ich dann nochmal mein ganzes Zeug. Also man hat ja da so einen Brief an Gastfamilie und so weiter und so fort, den man schreibt. Habe ich nochmal alles umgeschrieben auf Australien diesmal. Und es war dann auch tatsächlich so, dass sich 4 Familien bei mir über den Lauf der Zeit gemeldet haben, die mich gematcht haben. Weil es ist tatsächlich so, dass bei den meisten Agenturen, die halt eine Agentur ist und nicht irgendwie nur eine Webseite, wo du quasi selber dir das organisieren kannst. Bei den Agenturen wird für dich quasi ein Profil erstellt, das in einen Online-Pool geworfen wird. Und die Gastfamilien, die potenziellen, haben Zugriff auf diesen Online-Pool und können die ganzen Au-pairs sehen. Und wenn die sagen so, jo, der passt zu uns, dann können die dich matchen. Dann siehst du als Au-pair auf einer Webseite, wenn dich eine Familie gematcht hat. Also du selbst kannst eigentlich nichts machen, außer warten, solange bis sich jemand gematcht hat. Und dann schreibst du die Familie an und ihr organisiert dann halt einen Skype-Call. Das sind zumindest die ersten Schritte und das habe ich dann auch mit der ersten Familie gemacht und wir hatten einen Call und ich muss sagen, ich hatte eigentlich echt richtig gute Chancen bei denen, weil es war ein alleinerziehender Vater und der hatte einen autistischen Sohn. Und ich habe halt Erfahrungen mit Autisten oder halt generell mit körperlich und geistig behinderten Menschen, weil ich halt eben in so einer Schule für entsprechende Menschen mal ein Praktikum gemacht habe. Sprich, Voraussetzungen waren da. Auch die Vermittlungsfrau meinte so, die Familie wirst du easy bekommen. Ich habe sie nicht bekommen, weil sie scheinbar jemand anderen gefunden haben, der noch mehr Erfahrung hat als ich. Da ist die Frau auch wirklich aus allen Wolken gefallen, weil sie sagt, das kann nicht sein. Also die war so gut wie sicher, dass ich die Familie bekomme. Aber ja, dann ging es halt weiter mit der Suche. Eine zweite Familie hat sich gemeldet und mit der habe ich dann auch einen Call gehabt. Und während des Calls hat sich herausgestellt, dass sie eigentlich gar kein Au-pair für nur 6 Monate suchen, sondern eher für 12. Und ich so, ja, aber da steht in eurem Profil auch, dass ihr nur für 6 Monate jemanden sucht. Und sie so, oh, das wird dann wohl ein Fehler sein. Also die zweite Familie auch weg, obwohl die auch echt super gewesen wären. Die waren so sympathisch, ich könnte heulen. Aber ja, dritte Familie hat mich gematcht. Ich habe sie angeschrieben.
Und dann kam auch einfach nichts mehr. Und so war es dann auch bei der vierten Familie. Dann war es irgendwann Mitte März und da habe ich gesagt so, nee, jetzt geht's nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Zeittechnisch macht es gar keinen Sinn mehr, weil ich dann nur noch 5 Monate bleiben könnte. Und außerdem, nee, ich habe jetzt mir ein Alternativprogramm gesucht. Ja, die Sache war halt, ich musste trotzdem halt natürlich für die Vermittlungsversuche was zahlen. Die sind mir dann auch echt entgegengekommen und es war so nett von denen. Was die erste Agentur betraf, ich habe von denen bis heute keine einzige Mail oder sonst was mehr bekommen. Ich glaube, ich müsste denen auch was zahlen, aber wenn nichts kommt, bezahle ich auch nichts. Ganz ehrlich, das war wirklich fucking frech von denen. Es wurde sich nicht gekümmert um einen, es kam nichts. Es wurde auch, wenn ich mit denen telefoniert habe, war immer nur so, ja, es wird schon irgendwas kommen. Furchtbar. Ich habe da so viel Zeit verschwendet und deshalb war ich auch so depressed in dieser Zeit. Ich war da wirklich so, ich bereue es gerade echt hart, dass ich dieses halbe Jahr oder dieses ganze Jahr mir freigenommen habe. Ich hätte genauso gut jetzt auch schon im zweiten Semester oder jetzt dann halt theoretisch im dritten Semester sein können. Viel weiter mit meinem Leben, was mich dann auch psychisch nicht so belastet hätte. Ich sehe jetzt halt zurzeit die ganzen anderen Menschen, meine ganzen Freunde, was die schon geleistet haben oder was die gemacht haben, wenn die ein Jahr freigenommen haben. Bei denen hat halt alles gut geklappt. Zumindest das, was man halt so mitkriegt. Und das hat mich irgendwie so runtergezogen. Mir ging es in der Zeit wirklich extrem scheiße eigentlich. Und deshalb bin ich auch echt überrascht, dass ich in der Zeit so viele Videos gemacht habe, weil jetzt geht es mir immer noch nicht so berauschend psychisch. Ich hoffe, dass es mit dem Studium, wo ich dann wieder quasi selber sehe, dass ich irgendwas leiste, irgendwas schaffe, dass es dann wieder besser wird. Ich weiß es aber noch nicht. Aber wir werden es sehen. Gehen wir jetzt mal weiter. Im ganzen April habe ich dann versucht, andere Sachen zu organisieren, nämlich unter anderem das mit Paris. Und da ging es gerade so weiter mit den Sachen, die schiefgegangen sind. Die Sprachschule, alles top. Da hat alles funktioniert, das war easy peasy lemon squeezy. Aber dann, finde mal eine Unterkunft für einen Monat. Naja, da fällt vielleicht den meisten als erstes Airbnb ein und das ist uns auch eingefallen. Und da habe ich dann auch erstmal nach Wohnungen gesucht. Also, die Leute sind echt teilweise richtig dreist. Wobei ich es verstehen kann, weil die Sache ist, wenn du halt einen Monat bleibst, kriegst du enormen Rabatt. Der Rabatt ist halt Geld, das die Leute, denen die Wohnung gehört, nicht bekommen. Dementsprechend war nicht jeder gewillt, das zu bezahlen. Also die erste Unterkunft, die ich angeschrieben habe, hat gar nicht geantwortet. Die zweite Unterkunft hat gesagt, maximal 3 Wochen, weil der Rabatt bei 4 Wochen so groß ist, dass sie ihn nicht geben wollen. In Paris ist auch irgendwie die Regelung, dass du maximal 120 Nächte, glaube ich, sowas anbieten darfst. Keine Ahnung, irgendwie ist es halt gesetzlich festgelegt. Nach zig Suchen hatte ich dann ein Airbnb. 3 Wochen bevor ich hinfahren wollte, wurde es storniert. Warum? Weil sie einen fucking Wasserschaden hatten. Auch geil, ne? Deshalb war es dann letzten Endes so, dass ich 3 Wochen bei einer Familie war, mit denen ich befreundet war. 4 Tage in einem Hostel und dann nochmal 4 weitere Tage in einem Airbnb, in einem kleineren, wo ich dann auch mit meiner Mutter war. Aber das war auch furchtbar und auch dieses Airbnb war so sass, wie die Kommunikation da so war, weil das war irgendeine Organisation, die halt mehrere Airbnbs oder halt so Wohnungen hatte. Keine Ahnung, auf jeden Fall sehr dubios hat es sich angefühlt, aber es hat ja dann letzten Endes alles geklappt. Ah, übrigens, ein paar Tage bevor ich nach Paris abgefahren bin, habe ich eine Mail bekommen von der ersten Gastfamilie, von wegen so, jo, unser Au-pair ist leider abgesprungen, hättest du nicht vielleicht doch noch Zeit? Und ich so, sag mir, ist das jetzt denn scheiß ernst? Ich habe nein gesagt. Ganz ehrlich, ich habe den anderen Scheiß jetzt gebucht. Das war nämlich sicher. Bei dem Au-pair wüsste ich jetzt nicht so, okay, was könnte jetzt da noch fucking schief gehen? Sprich, Flug und so weiter und so fort. Aber das habe ich gesagt, so, nee, ich konnte eh nur 5 oder 4,5 Monate bleiben. Das rentiert sich nicht. Sucht euch bitte jemand anderen. Aber dann war ich halt in Paris. Und in Paris war es irgendwie auch so ab Hälfte der Zeit. Also die ganze Zeit war erstmal Bombe. Falls es in dem Vlog nicht so rüberkam, aber die Zeit war Bombe. Allerdings ging es mir dann auch so ab der Hälfte der Zeit irgendwie ein bisschen schlechter psychisch. Egal wo ich war, dachte ich mir so, irgendwie vertrödel ich auch gleichzeitig meine Zeit, weil ich ja auch irgendwie hätte studieren können oder sowas. Auch Sachen, die ich halt durch Social Media so mitbekommen habe. Deshalb habe ich da auch ein bisschen weniger am Handy verbracht, was mir, denke ich, ganz gut getan hat. Dann wurde ich da ein bisschen abgelenkt, aber naja, das waren auf jeden Fall Sachen, die mich da so ein bisschen belastet haben. Und dann kam ich wieder zurück und eigentlich hatte ich dann noch vor, etwas zu machen, das nennt sich Woof. Also du meldest dich da an so einer Webseite an, bei der sich auch ganz viele Bauernhöfe registrieren. Und du kannst dann als Normalo-Bürger quasi dich bei Bauernhöfen melden und sagen so, jo, ich möchte bei euch arbeiten. Und dann arbeitest du da halt wochentags für 5 Stunden. Am Wochenende bzw. die restliche Zeit kannst du halt machen, was du willst. Und das Ganze kannst du halt eben von 2 Tage bis über mehrere Monate lang machen. Aber da habe ich auch keinen Bauernhof mehr gefunden, weil ich zu kurzfristig dran war. Fairerweise muss man auch dazu sagen, dass ich nach einem Monat Paris echt zu körperlich und geistig erschöpft war, da jetzt dann für 3 bis 4 Wochen nochmal auf einen Bauernhof zu gehen. Gleichzeitig hat es sich dann aber auch falsch angefühlt, die Entscheidung, weil ich mir dachte so, ich habe mir ein Jahr freigenommen. So mit irgendwas muss ich ja dieses Jahr füllen. Ich kann ja nicht einfach nur da bleiben und halt ein bisschen in der Eisdiele jobben und das war's dann. Ich habe innerlich auch diesen Druck verspürt, dass ich halt was machen muss, weil sonst ist ja das Jahr verschwendet. Letzten Endes sah es dann wirklich nur so aus, dass ich seit Paris bis jetzt nur hier war, bis auf einen Trip nach Köln.
Aber ja, und dann sind wir jetzt hier und wobei ich stimmt gar nicht. Ich habe jetzt eine Woche lang ein Praktikum an der Grundschule gemacht, was auch Teil des Lehramtsstudiums ist. Also für die Leute, die es nicht wissen, als Lehramtsanwärter musst du 3 Wochen lang ein Orientierungspraktikum machen. Das heißt, du bist da quasi an einer Schule und sitzt halt hinten drin und kriegst halt mal so mit, wie das aus Lehrersicht quasi ist, wo ich nicht weiß, wie sinnvoll das jetzt ist, weil ich meine, du warst als Schüler. Aber ja, eine Woche wird halt eben empfohlen, dass du es an der Schule abmachst, die du nicht machen willst. Ich will ja Gymnasium machen und ich war da eine Woche jetzt halt an der Grundschule. Das war zumindest ganz schön. Da habe ich mich sinnvoll gefühlt. Aber danach war es schon wieder vorbei. Also es fehlen mir noch 2 Wochen Gymnasium und man muss die nicht gezwungenermaßen vor dem Studium machen. Aber ich wollte es unbedingt vor dem Studium machen, weil dann habe ich es weg. Sonst müsste ich es halt in den Semesterferien machen, wo ich entweder Hausarbeiten schreiben müsste oder vielleicht mal in den Urlaub fahren will. Also ich will ja auch freie Zeit dann irgendwann mal wieder haben. Das nervt mich gerade auch ultra hart, aber vielleicht gibt es noch ein Hintertürchen, wie ich das regeln könnte. Aber nee, irgendwie, es ging so viel schief. Vor allem das mit Airbnb, das war tatsächlich das Krasseste, weil es war wirklich so, dass ich 8 oder so Airbnbs angeschrieben habe. Und dann muss man ja immer 24 Stunden warten, bis man eine Antwort kriegt und das war so kräftezehrend. Die ganze Zeit war irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Sie war zwar teilweise schön, also sowas wie Paris war wirklich unvergesslich und bin auch echt froh, dass ich das gemacht habe. Ansonsten, es hat sich ein bisschen nach zu viel Zeit, die ich verschwendet habe, angefühlt. Also mir hätte jetzt auch, sag ich jetzt mal, nur ein halbes Jahr gereicht, wenn ich gewusst hätte, dass sowas wie Au-pair schiefläuft oder gar nicht zustande kommt. Und die Sache ist, wenn ich schlecht gelaunt bin oder depressed bin oder was auch immer, es mir psychisch nicht optimal geht, ist es halt noch blöder, weil dann falle ich immer in so eine Spirale. Dann mache ich auch keine Videos, wo ich ja quasi Erfolge sehe, weil es klingt so dumm, aber wenn ich halt meine Videos hochlade, dann sehe ich ja die ganzen Analytics, beziehungsweise Kommentare, beziehungsweise sonstige Interaktionen mit dem Video. Und das freut mich und dann habe ich halt auch das Gefühl, dass ich wieder irgendwas geleistet habe. Ne? Aber wenn ich mich schlecht fühle und nicht mehr mich dazu aufraffen kann, Videos zu drehen, dann geht es halt immer weiter. So, dann habe ich keine Erfolgserlebnisse, dann mache ich wieder keine Videos und mache sonst nichts anderes, weil ich mir denke, nö, ist doch eh alles scheiße. Ja, also das Einzige, was ich jetzt so gefühlt zurzeit mache, was mich ein bisschen am Leben hält, ist halt Arbeiten in der Eisdiele. Aber das ist halt ja auch nicht das Wahre, sage ich jetzt mal in dem Sinne. In den letzten Tagen mache ich aufgrund einer gewissen Person recht viel, was mich aber auch recht auslaugt irgendwie, weil ihr müsst wissen, ich bin eher so ein ambivertierter Mensch. Also bedeutet so Mischung aus Intro und Extrovertiert. Ich brauche schon Menschen um mich rum, weil meine Psyche dann sagt so, und ich unternehme auch gern was mit Leuten und so ist es gar nicht. Also ich habe eigentlich schon gerne Menschen um mich rum, aber um meine Batterien aufzuladen, brauche ich wirklich meine Zeit mal für sich. Und die habe ich das Gefühl, dass ich jetzt in den letzten Tagen etwas zu wenig bekommen habe. Weil immer irgendwas war und sei es auch nur irgendwas zu organisieren, irgendwelche Telefonate. Das war auch solche Sachen, die ich immer ewig von mir hergeschoben habe. Ihr kennt es ja auch, wenn man Sachen vor sich ewig herschiebt und dann denkt man so, eigentlich müsste ich ja das machen, aber nee und dann, man ist halt dann in diesem Trott gefangen und da war ich jetzt halt vor allem, ich sehe jetzt auf jeden Fall einen Lichtblick mit dem Studium. Das Blöde ist, meine Mutter meinte so, ja, freust du dich dann nicht drüber, dass du jetzt da immatrikuliert bist und ich so, keine Ahnung, irgendwie nicht, weil ich mir halt so sicher war, dass das jetzt klappen muss. Beziehungsweise es ist ja ein zuleistungsfreies Fach. Dementsprechend ist die Chance recht hoch, dass du da dann auch deinen Studienplatz bekommst. Und folglich war das auch nicht so etwas, wo ich mir jetzt wirklich dachte so, juhu, ich habe was geschafft oder juhu, es geht voran. Ich war mir halt so sicher, dass das jetzt da klappen wird. Und dann blieb irgendwie dieses Erfolgserlebnis aus. Und das war nicht unbedingt hilfreich für meinen Kopf. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gerade in so Therapy endet hier. Aber irgendwie mag ich das gerade. Was ich nicht mag, ist, dass meine Nachbarn hier bohren und ich hoffe, das hört man nicht zu sehr auf dem Video, weil sonst raste ich aus. Ich weiß nicht, was jetzt meine Konklusion ist aus dem freien Jahr. Was ich euch aber auf jeden Fall mitgeben kann, wenn ihr sowas vorhabt, plant mehr Zeit ein, als die euch sagen, dass ihr Zeit einplanen solltet, weil es wird immer irgendwas dazwischen kommen. Aber es lohnt sich trotzdem dran zu bleiben, weil es wird irgendwann was klappen. Den Kopf in den Sand zu stecken, ist da definitiv nicht die richtige Lösung. Und auch wenn ich echt viel am Hadern war mit mir selber in dieser Zeit, eben weil ich nicht meinen Arsch hochbekomme, hab. Es wird laufen, man muss ihn dann halt mal hochkriegen und sich dazu zwingen. Und ich weiß auch, dass es echt schwer ist, sich teilweise dazu zu zwingen, aber man merkt dann, wenn man reinkommt, wieder in diesen Arbeitsflow, dass das dann auch besser geht wieder. Das ist auch so eine Sache, die mich sehr beschäftigt und eher auch belastet. Und zwar, ich merke, dass ich nicht mehr so lange durchhalte. Durch die Schule war ich halt die ganze Zeit in so einem Arbeitsmodus, ne? Also ich hatte immer was zu tun. Hausaufgaben, Lernen für Klausuren, Lernen für Abfragen etc. pp. Referate vorbereiten, man weiß den ganzen Scheiß. Da war es echt so, dass ich eigentlich den Tag so von 7 Uhr bis 2 Uhr schon durchgehalten habe. Ich schaffe das jetzt nicht mehr, aber alle anderen schaffen das. Wenn dann Leute mit mir irgendwie was abends unternehmen wollen, ich pack's nicht mehr als 12 Uhr. Und das ist halt auch scheiße, wenn dann alle so sagen, so jetzt komm halt mit, aber ich bin halt so, ich schaff's nicht mehr. Und
dass ich halt eben aus diesem körperlichen Arbeitsflow raus bin. Nee, also bei der Schule war es halt auch so, ich war jeden Tag weg. Jeden Tag war ich halt von zu Hause weg in der Schule. Nicht hier, diese räumliche Trennung, dass ich die gezwungenermaßen hatte, das war auch so eine Sache, die ich gebraucht habe. Durch Lenny zum Beispiel musste ich halt häufiger mal zu Hause bleiben, weil der halt nicht so lange alleine bleiben darf. Irgendwie bin ich generell in dieser Situation, in der ich mich gerade befinde, noch nicht 100%ig zufrieden. Und ich war auch in der Zeit um mein letztes Video rum so unzufrieden mit mir selbst, dass ich so unfassbar schlecht gelaunt war, gleichzeitig aber auch noch depressed, dass ich wirklich so unfreundlich zu allen anderen Menschen in meiner Umgebung war. Und mir tat es so unfassbar leid. Ich dachte mir so, scheiße, es tut mir so leid, dass ich so schlecht drauf bin. Ich kann nichts dafür, weil ich gerade unzufrieden bin mit mir selbst. Deshalb, es tut mir leid. Also, versteht ihr, was ich meine? Da kommt jeder, denke ich mal, rein in so eine Phase der Unzufriedenheit. Aber man wird wieder rauskommen. Es wird wieder besser. Ich nehme mir jetzt halt vor, mehr Videos zu machen. Nicht, weil ich jetzt unbedingt so mich dazu zwingen will, mehr Content zu machen, sondern ich will mich zwingen, mir Aufgaben zu geben, damit ich irgendwas Sinnvolles mache. Naja, inwiefern das sinnvoll ist, ist natürlich aus jeder Perspektive was anderes, aber ich möchte zumindest halt mal wieder Erfolgserlebnisse haben, die in letzter Zeit echt ausgeblieben sind. Und wer weiß, vielleicht geht's mir dann wieder besser. Oh, ich weiß nicht, wie man so ein Video dann am besten beendet, aber jetzt habt ihr mal so ein bisschen einen tieferen Einblick in mein Leben bekommen, was so das ganze letzte Jahr abging. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Wenn euch das Video aus irgendeinem Grund doch noch gefallen hat, wahrscheinlich werdet ihr es eher so als Podcast gehört haben, weil es, glaube ich, doch echt lang und über 20 Minuten geht, dann macht aus der To-Do-Liste für später eine To-Do-Liste für jetzt. Und gebt mir vielleicht auch ein Abo oder aber auch nicht. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Depression.